So, also heute fange ich mal meinen Stream mit einer Demonstration an. Und zwar, ich öffne jetzt einfach mal die erste Seite von Mr. Kill, an der ich gerade gearbeitet habe und die im Grunde fertig ist. Seiten sind fertig gezeichnet. Und das Lettering steht. Text steht, es kommen auf den Folgeseiten noch ein paar Mini-Korrekturen, aber im Grunde ist es fertig. Und die Frage ist, wie mache ich jetzt die finalen Dateien zur Abgabe? Ich neige dazu das Lettering und das Artwork auf separaten Dateien zu machen. Hat folgenden Grund. Zum einen arbeite ich in mehreren Sprachen, das heißt, ich habe immer mehrere Lettering-Versionen und dann kann ich immer eine Artwork-Seite nehmen und da dann das unterschiedliche Lettering einfügen, entweder als separate Ebenen oder ich kann halt besser hin und her switchen. Zweitens, beim Druck meiner eigenen Bücher reiche ich meine Druckdateien so ein, dass der Text noch vektorisiert ist. Herkömmliche Druckereien und kleinere Druckereien machen das in der Regel nicht, aber professionelle Druckereien, bei professionellen Druckereien kann man das Lettering als Vektoren belassen. Hat beim Druckprozess den Vorteil, dass die Maschinen, die das können, den Text schärfer machen und in einem anderen Schwarz. In der Regel wird für das Artwork CMYK Rich Black verwendet und für das Lettering wird 100% Black verwendet. Dadurch hebt sich das Lettering im gedruckten Buch nochmal von der Schwärze, von der Tiefe ab. Handelt jeder ein bisschen anders, aber das ist so die gängigste Herangehensweise, um wirklich qualitativ das so ziemlich hochwertigste an Material hinzubekommen. Man kann natürlich, wenn man mit anderen Programmen zum Lettern arbeitet, auch auf Vektoren komplett verzichten. Und das Lettering verpixelt lassen. Das ist zum Beispiel so, wenn man mit Clip Studio arbeitet. Aber es schadet nicht zumindest, das zu wissen, wenn man auch im professionellen Bereich tätig sein will, sollte man das auch dann können. Und generell schadet das Wissen auch so nicht. So, also wie ihr seht, habe ich hier das Artwork auf einer getrennten Ebene und das Lettering hier ist noch als Textformat vorhanden. Was ich jetzt mache, ist, ich transformiere es in Pfade. Das hat nämlich den Vorteil, oder das ist wichtig, damit alle, die dann später mit diesen Dateien arbeiten, nicht mehr daran rumfuschen können. Zum einen das. Und zum anderen, dass die das auch korrekt angezeigt bekommen, auch wenn die die Schriften nicht besitzen. Weil wenn ich das jetzt die Datei einem Redakteur, einem Verlag oder so schicke, und der das mit einem Programm öffnet, wird dann natürlich angezeigt, dass das die Schrift nicht korrekt angezeigt werden kann, weil auf seinem Computer die Schrift, die ich verwendet habe, nicht vorhanden ist. Ja. Auf diese Weise vermeide ich auch, dass ich den Redakteuren meine Schriften geben muss, die ich bezahlt habe und oder auch gegebenenfalls selbst erstellt habe. Und wenn der Kunde das bearbeitet haben will, kann er da auch nicht selbst dran rumfuschen. Auch da habe ich schon Geschichten gehört, wo in dem Fall von Koloristen, wo ein Verlag,
in den USA einen Koloristen beauftragt hat, Seiten zu kolorieren. Und der Kolorist hat dann seine Dateien abgeliefert. Und der Verlag hat aber eigenmächtig Änderungen am Bild vorgenommen. Also, das hat dazu geführt, dass beim Einreichen der Druckdateien die Formatierungen nicht mehr stimmten, beziehungsweise der Farbauftrag verfälscht wurde. Und normalerweise gibt es beim CMYK eine Obergrenze, wie viel Farbauftrag akzeptiert wird von den Druckereien. In Europa liegt dieser Grenzwert ungefähr bei 300, bei manchen auch 280. Das verhält sich bei den nordamerikanischen Druckereien recht ähnlich. So, und als Kolorist müssen wir aufpassen, dass dieser Wert, auch als Letterer müssen wir darauf aufpassen, dass dieser Wert nicht überschritten wird. Und naja, der Verlag hat eigenmächtig daran rumgepfuscht und die Dateien konnten dann nicht gedruckt werden. Und deswegen ist es wichtig, auch als Verlag, wenn man Änderungen möchte, immer zu der Person zu gehen, deren Job es ist, das zu tun. So, das hier kann ich schließen. Das irritiert mich hier. Genau, deswegen werde ich jetzt alle Texte in Pfade umwandeln. Das heißt hier in Pfade umwandeln. In Pfade umwandeln. Pfade umwandeln. Das macht man erst, sobald wirklich alles abgesegnet ist und keine Änderungen mehr vorgenommen werden müssen. Gegebenenfalls kann man die Dateien auch nochmal separat speichern. Das mache ich nämlich auch gleich. Und da müssen wir auch was beachten. In Pfade umwandeln. In Pfade umwandeln. Und im Pfade umwandeln. Wir haben jetzt den ganzen Text in Pfade umgewandelt. Dann schmeißen wir alles raus, was wir nicht brauchen. Das ist wichtig. Das hier brauchen wir nicht, denn wir haben ja schon gesagt, wir wollen das Artwork separat und das Lettering separat. Das heißt, wir brauchen in der Datei für das Lettering das Artwork nicht. Das einzig Wichtige, was wir wirklich brauchen, ist die Bounding Box. Diese Box hier. Diese Bounding Box definiert quasi, wie das Lettering später beim Importieren von den Dateien, also von dem Lettering in das Artwork, wie das platziert wird. Ja, das heißt, anhand dieser Bounding Box richtet sich das Importieren später ein. Ich zeig euch das später, wenn ich es importiere, nochmal, wie entscheidend das ist. So, was ich hier jetzt auch entferne, sind meine Krücken, meine Gehhilfen. Das sind für mich so Hilfs-X, die ich immer mache, um die Abstände in den Captions, zwischen dem Text und dem Rand zu definieren. Und auch hier zwischen Text und Panelrand. Die dürfen auch nicht mehr drin sein. Das heißt, da entferne ich die ganze Ebene. Deshalb habe ich gerade alles sichtbar gemacht. Und ich muss aufpassen, dass sich nichts außerhalb der Bounding Box befindet. Nichts darf außerhalb der Bounding Box sein. Weil, wenn etwas außerhalb der Bounding Box ist und ich das später importiere, wird das entsprechend verzerrt. Also wenn ich ein Element habe, das sich hier außerhalb der Bounding Box befindet und ich speichere das so ab und ich importiere das später, wird er später das so verzerren, dass diese Box mit drin ist und das auch, aber dann gequetscht. Ich kann mal zeigen, wie das in etwa aussehen könnte. Ich speichere das mal jetzt. Und ich mache jetzt einen neuen Ordner
für neue Ordner, wo ich die Final platziere. Wichtig ist halt, dass ich diese Dateien, in denen ich das alles noch nicht umgeändert habe, vorhanden habe. Wenn jetzt zum Beispiel doch noch Änderungen kommen, dann kann ich auf diese Datei gehen, wo der Text noch nicht vektorisiert ist. Und hallo Holloway, Entschuldigung, dass ich dich nicht gesehen habe. mir geht's super und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich erkläre gerade kurz was, wie man das finale Lettering präpariert für das finale Einreichen beim Verlag, beim Druck und so weiter. Und ich erkläre gerade, warum es wichtig ist, die Zwischendateien zu erhalten. Wenn jetzt, ich habe jetzt nämlich den gesamten Text vektorisiert und wenn jetzt doch eine Änderung am Text stattfindet, muss ich, also wenn jetzt zum Beispiel man Tippfehler im Nachhinein entdecken würde, wenn man sagt, keine Ahnung, da fehlt ein S oder da ist ein Buchstabe zu viel, dann kann ich auf die Ursprungsdatei zurückgreifen, wo das noch nicht vektorisiert ist und kann da den Buchstaben einfügen. Und wenn ich diese Zwischendatei nicht hätte, müsste ich jetzt den ganzen Text hier nochmal abtippen und laufe Gefahr, dass nochmal ein Tippfehler drin ist. Genau. Und jetzt erkläre ich, was passiert, wenn warum diese Bounding Box wichtig ist und warum nichts außerhalb dieser Bounding Box sein darf. Und jetzt habe ich hier ein Element, das ist außerhalb der Bounding Box. Und ich speichere das hier jetzt als Final. So, jetzt öffne ich Photoshop. Ihr dürft euch jetzt nicht über das Layout meines Photoshops wundern. Mein Photoshop ist normalerweise so eingerichtet, dass es mit einem vertikalen Bildschirm arbeitet. Deswegen wird es jetzt ein bisschen eng aussehen. Genau. Genau, also normalerweise ist mein Bildschirm hier in dem Fall vertikal. Und wenn ich jetzt die Datei einfüge, platzieren und einbetten. Ah, Sekunde, ich habe was vergessen. Das ist nämlich auch wichtig. Wenn ich eine Datei speichere für die finale Verwendung, muss ich dieses Häkchen machen. PDF-kompatible Datei erstellen. Dann ist die nämlich mit anderen Formaten kompatibel. Also mit Photoshop und so weiter. Das heißt, jetzt sollte ich die importieren können, genau. Upsala. Genau. Und wie ihr seht, habe ich jetzt das Problem, dass sie nicht richtig passt. Aber der hat irgendwie den Kasten hier nicht mitgespeichert hat. Was ist mit dem Kasten hier? Hat er den nicht mitgespeichert? Ach so, weil der außerhalb der Zeichenfläche ist. Okay, dann machen wir den mal hier hin. Datei speichern unter. So, und das ist auch nicht meine finale Lettering-Datei. So, Datei öffnen. So, erstmal gehe ich mal auf Seiten, Finals, Colors zum Lettern. So, jetzt gehe ich auf die Datei. Und jetzt, so, platzieren und einbetten. Jetzt Seiten, Kill, Kill, Lettering, Finals. So, und jetzt seht ihr da dieses Element. Die verzerrt jetzt das Format auch von diesem ganzen Ding. Dadurch, dass ich jetzt ein Element außerhalb der Bounding Box habe, ist das komplette Format, wie ihr seht, verzerrt. Da oben fehlt was, weil der nämlich
Normalerweise sollte das ungefähr so liegen. Das ist die volle Höhe bedient. Aber das Element außerhalb der Bounding Box hat mir das kaputt gemacht. Deshalb hat er das so verkleinert, dass dieses Element vollständig mit drin ist. Und das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass keine Elemente beim Abspeichern außerhalb dieser Bounding Box sind, weil die Bounding Box den äußeren Rand der Seite definiert. So, deswegen speichern wir das jetzt richtig. So. Und jetzt, wichtig ist, wir platzieren und betten es ein. So, und jetzt beschneiden auf Begrenzungsrahmen, genau. Und wie ihr seht, ist der Rand hier oben und an den Seiten perfekt. Jetzt passt das Lettering perfekt rein, weil nämlich dieser äußere Rand hier exakt durch die Bounding Box definiert wird. Und diese Bounding Box hat genau das Format, das auch die Seite hat. Und voilà, ich habe es platziert. Und dadurch, dass es ein Smart-Objekt ist, ich kann mal hier die Datei schließen. So. Und wenn ich dann fix doch noch was verschieben will, wenn ich jetzt feststelle, ich will das hier irgendwie verschieben oder keine Ahnung, was anderes, dann kann ich hier auf das Smart-Objekt draufklicken und öffne die Datei direkt auf Illustrator. Kann die dann bearbeiten. Dahin. Datei speichern. Geht zurück auf Photoshop und wie ihr seht, korrigiert er das nach. Ja, und ich kann wieder zurückgehen zu Illustrator, das rückgängig machen. Datei speichern. Und auch hier macht er das dann wieder rückgängig. Und genau dasselbe kann ich dann ruckzuck in jeder Sprache machen. Und auch ein Vorteil ist, ich kann Folgendes machen, was ich jetzt auch sowieso bei der finalen Druckdatei machen muss. Die Auflösung nämlich schon anpassen. So, jetzt Bildgröße. Mache ich das auf 300. Okay. Und dadurch, dass es sich um Vektoren handelt, platziert er das perfekt hier. Jetzt haben wir das in 300 Auflösung für das finale Druckformat. So, jetzt in diesem speziellen Fall. Das ist nur für diesen speziellen Fall so. Möchte der Verlag das oder braucht der Verlag das nicht als Vektoren? Und die haben ein leicht verändertes Druckformat, was beides an der Druckerei liegt, nicht an dem Verlag selbst, sondern der Druckerei, bei dem sie drucken. So, das heißt, ich merge das jetzt erstmal und passe es an das Format an, wonach gefragt wird. Das heißt, ich gehe auf die Bildgröße und das sind nur ein paar Millimeter. Statt 17,46, was das Standardformat wäre, brauchen Sie es in 17,6 mal 26,6. Das sind nur minimale Veränderungen. Und das ist absolut kein Drama. Wie ihr seht, hat sich das nur ganz leicht verändert. So, das speichere ich jetzt als gemergte oder geletterte Seite. Das heißt, gelettertes Material. Es ist wichtig, diese ganzen Dateien separat noch zu erhalten, falls Nachbearbeitungen gemacht werden oder wenn jetzt neues Lettering in einer anderen Sprache gemacht wird, ist es wichtig,
das Artwork und das Lettering getrennt noch zu erhalten und beizubehalten. Also ich gehe dann auf den neuen Folder und speichere das dann dementsprechend ab als Seite, neue Seite 1. Ich behalte das TIFF-Format. Der Verlag sagt, TIFF-Format ist in Ordnung. Und ich speichere es ab. Für die Person, die das Artwork macht, ist wichtig, dass die Farbeinstellungen richtig sind. In den meisten Druckereien ist das ISO-coated V2 300% das Standard CMYK-Format. Da müsst ihr euch bei der Druckerei, mit der ihr arbeitet, oder dem Verlag, bei dem ihr arbeitet, ein guter Verlag oder ein gut geführter Verlag hat auch das entsprechend richtige Farbprofil für seine Sachen. So, und das ist in etwa die Vorbereitung, die man oder der Arbeitsprozess oder die Arbeitsprozesse, weil es ja mehrere Möglichkeiten gibt, die ich erläutert habe, die wichtig sind, um eine Seite für den Druck vorzubereiten und zu präparieren. Da mache ich dann später nochmal Kontrollen, was das CMYK angeht, was den Farbauftrag angeht, und im Idealfall macht man auch nochmal einen Testdruck mit dem Drucker zu Hause, auf einem normalen Drucker, aber da muss man es dann in der Regel in RGB drucken. Das sind aber andere Geschichten, andere Sachen, die man da lernen muss.